Hier spricht der Oberfeldwebel Oberauer. Ich habe alle Politiker in der gesamten Regierung klar ihr Schicksal angedroht. Als Soldaten geben uns gesprächsbereit, so wie es das Gesetz für uns verpflichtet. Sprich, ihr kriegt die Möglichkeit, die Duldungspflicht, die Impfpflicht und die Corona-Maßnahmen zurückzuschrauben. Viel mehr als Soldat gilt hierbei natürlich die Pflicht gegenüber den Pflegern und dem Volk, die Impfpflicht aufzuheben. Dies ist eine Warnung. Wir haben es klar bereits benannt. Ich und der Oberstleutnant Futschig. Wir werden uns nicht wiederholen. Ihr habt bis morgen Zeit, euch dazu zu äußern und von diesen wahnwitzigen, verfassungsfeindlichen Vorhaben zurückzutreten. Hallo zusammen, mein Name ist Vicky Richter. Das wisst ihr alle, heute sitze ich mit meiner Feldlose hier, um meinen Kameraden, den Oberfeldwebel Oberauer, vollkommen meinen Support und meine Unterstützung zuzusprechen und auch hier einfach mal zu sagen, das, was er sagt, voll und ganz stimmt. Er ruft zu keinem einzigen Moment für Gewalt auf. Er sagt nur, dass Leute, die einen Eid geschworen haben, Uniform tragen, ihren Job gefälligst machen sollen und nicht einfach unbescholtenen Bürgern, die ihr Recht auf Meinungsfreiheit und Demonstration ausführen, hinterhältig wie ein Weichei in den Rücken zu treten, in Uniform mit Helm, ausschauen wie Lord Helmchen und meinen Kindern, die 4 Jahre alt sind, noch Pfefferspray ins Gesicht zu sprühen und damit noch hämisch zu lachen und dann zu behaupten, dass die Mutter einen Fehler gemacht hat, weil sie bei einer Demonstration war. Das ist falsch. Und Leute, die Uniform tragen, einen Eid geschworen haben, der endet nicht, wenn ich die Uniform ausziehe am Abend, der besteht ein Leben lang. Und Leute oder Soldaten und Polizisten, die noch ihren Job verstehen, sollen den Abendspaziergängen beiwohnen. Und wenn sie sehen, dass die Polizei unverhältnismäßig eingreift, wie wenn man zum Beispiel einen Menschen von hinten tritt, dann einschreitet und hilft. Das ist kein Aufruf zur Gewalt, das ist kein holt eure Mistgabeln raus und baut Barrikaden wie in Frankreich. Nein, das ist einfach ein Aufruf, wo ihr eure Stimmen erhebt und euer Recht auf Demonstration ausübt. Hier spricht der Oberfeldwebel Andreas Anton Oberauer. Dieses Video werdet ihr sehen, weil wie erwartet die Frist ignoriert worden ist. Und man hier keinen Willen zum Dialog mehr hat oder zum Deeskalieren. Und auch ich habe wie alle anderen Angst. Ich bin bei Weitem nicht so hart, wie sich das viele immer denken. Aber ich kann nicht weiter schweigen und wegsehen, während bereits Kinder auf den Straßen angegriffen werden und alte Männer der Schädel eingeschlagen wird. Und ich werde auch nicht warten, bis hier feige Offiziere langsam, schleichend die Bundeswehr in diese undurchsichtige Situation mit involvieren. Infolgedessen werde ich diese Entscheidung heute vorwegnehmen und damit auch mich und alle anderen Kameraden, die noch treu zum Eid stehen, damit klarstellen, auf welcher Seite sie stehen. Klar zur Bevölkerung und klar zum Grundgesetz. Und es ist auch an jeden Mann, hier dazwischen zu gehen, diese Spaziergänge, dieses verfassungsmäßige Recht zu verteidigen und die Frauen und Kinder von, ich weiß gar nicht, wie sie nennen soll, Söldnern, den Polizisten, können das nicht mehr sein, zu schützen. Und genau dazu rufe ich auch jeden verfassungstreuen Polizisten in Deutschland auf, geht dazwischen, greift ein, wenn Kollegen hier gegenüber der Bevölkerung, Kindern und Frauen übergriffig werden. Genauso ist jeder Soldat heute dazu aufgerufen,
dazwischen zu gehen und diese Spaziergänge in Uniform zu schützen. Ich werde mich dazu klar äußern. Hier spricht der Oberfeldwebel Oberauer. Ich befehle jeden mir untergebenen Soldaten für 19 Uhr wieder in den Dienst in Uniform. Ihr werdet den Auftrag erfüllen und die Zivilbevölkerung und die Spaziergänge schützen und gegen Angriffe von außen dazwischen gehen. Jeder Polizist, der sich hier verfassungsfeindlich oder übergriffig gegenüber der Bevölkerung zeigt, ist festzusetzen und der Strafverfolgung zuzuführen. Oberfeldwebel Oberauer, melde mich ab. Der Bursch da, der hat sein Herz auf dem richtigen Fleck. Und ich habe ihn kennengelernt, das erste Mal, das war eine Fügung in Vilsbiburg, auf einer Corona-Demonstration, da ist er auf mich zugekommen, als Gebirgsjäger. Und wie ich eingerückt bin, vor, ja, wann war das, 1978, im letzten Jahrtausend, war ich bei den Gebirgsjägern, weil ich bin aus dem Berchtesgadener Land. Und von daher verstehen wir uns von der Seele her, von Grund auf. Und ich verstehe, was einen umtreibt. Und ich kann das nachvollziehen, dass da Emotionen, Gefühlswallungen hochgängen und dass das einen wahnsinnig beschäftigt. Und zusammen mit seinen Kameraden, ich kenne die Gebirgsjäger, ich kenne die Fallschirmjäger, ich kenne die ganze Truppe, die irgendwo ein bisschen außerhalb der regulären Truppe ist, die sind eine ganz spezielle Kameradschaft. Das ist ein ganz spezieller Haufen. Also von daher möchte ich sagen, Respekt für das, was der Bursche gemacht hat. Wir sind eine andere Generation, ich kann sein Vater sein und ich weiß, was der leistet. Und als Oberfeldwebel sich gegen das gesamte Regiment, gegen das Regime, gegen ein Bataillon, gegen eine Brigade zu stemmen, das ist eine Wahnsinnsleistung. Aber das Herz auf den richtigen Fleck und er trifft die Dinge auf den Punkt. Und darum möchte ich sagen, ja, aber bleibt friedlich, gewaltfrei, löst das Ganze auf eine Art und Weise, dass die Regierung gezwungen wird, einzusehen, dass die Grund- und Freiheitsrechte unserer Bevölkerung, unserer Bürger unrechtmäßig einschränkt. Das ist grundgesetzwidrig, was hier läuft. Und zwar seit 2 Jahren im Namen von Corona. Und nicht Corona schränkt unsere Grund- und Freiheitsrechte ein, sondern die handelnden Regierungen. Das war die alte Regierung, das ist die neue Regierung. Und darum geht's. Und hier geht's darum, dass wir, wie der Eid es besagt, wie der Andi richtig gesagt hat, unsere Bürger schützen. Wir sind für unsere Bürger da. Nicht für Partikularinteressen von Politikern, von Parteien, von irgendwelchen Leuten, die irgendwas erfinden, was im Raum steht und eine Riesenkatastrophe angeblich voraussagen, andeuten und herbeiführen soll. Gar nichts. Nein. Diese Burschen sind dafür da, genauso wie die Polizei, wie die Polizisten, die im Auftrag der Regierung, der Landesregierungen, der Polizeipräsidenten hier tätig sind, dass sie ihren Auftrag erfüllen. Und die Polizisten müssen lernen, das haben sie eigentlich gelernt in der Ausbildung, dass Remonstrieren nicht nur ein Recht ist, sondern eine Pflicht ist. Und sie müssen mal den Zeitpunkt erkennen, wann eine Anordnung, eine Weisung, ein Befehl unrechtmäßig ist oder sogar eine Straftat beinhaltet. Und dann müssen sie aufstehen. Und das wünsche ich unseren Bürgern, unseren mutigen Burschen wie dem Andi und seinen Kameraden, dass dies umgesetzt wird. Bitte, die Regierenden, die haben einen Verstand, die wissen ganz genau, dass mit dem Rücken zur Wand stehen, die schlagen wild um sich, längs Ei. Und ich bitte die Polizei, vernünftig zu sein. Und die Soldaten, die Aktiven und die Reservisten, werden sie zwischen die Polizei und die Bürger stellen und die Bürger verteidigen. Darum geht's. Ich habe auch noch ein letztes Statement. Ich möchte hier nochmal alle meine Kameraden bei den Gebirgsjägern grüßen. Und ihr wisst es und wir wisst es. Wir sind keine Grattler, wir sind keine Hochverräter. Wir stehen stramm und tapfer jeglicher Konsequenz für den Eid ein. Es sollte sich jeder gut überlegen, die Bundeswehr im Innern einzusetzen, denn es wird niemals gegen die Bevölkerung passieren. Und der letzte noch. Es gibt ein gesetzliches Mittel für alle Soldaten, der Andi Wurst ist, das haben wir besprochen. Es gibt einen Gesamtvertrauenspersonenausschuss beim Bundesministerium der Verteidigung in Berlin. Das geht bis zum Generalinspekteur, bis zur Bundesverteidigungsministerin. Und die bitte ich, hier tätig zu werden, zu vermitteln. Und das Zweite ist, es gibt eine Wehrbeauftragte, Frau Högel.
Ich bitte Sie, hier tätig zu werden. Das ist Ihr originäres Aufgabenfeld. Werden Sie hier tätig und helfen Sie den Soldaten in ihren originären Bedürfnissen. Bitte. Das ist der Punkt. Gewaltfrei und friedlich muss das Ganze zu Ende gehen. Danke, danke. Ich danke euch beiden, Andi, Max. Ich danke euch für diese tollen Abschlussworte und das werden wir heute gleich umsetzen. Viele Menschen werden ganz friedlich sein. Schauen wir mal, wie die, die das nicht gern sehen, reagieren und dann sehen wir es eh. Ich danke euch beiden. Wir sausen jetzt in alle Richtungen, dass wir rechtzeitig am Odeonsplatz sind. Danke nochmal für euer Vertrauen uns gegenüber, dass wir das mit euch machen konnten. Bei den Zuschauern entschuldige ich mich für kurze Netzabbrüche, die waren ganz kurz, aber auf dielive.tv/schwarzwaldstream hat die Claudi das gleiche mit, wenn da eine Szene drin ist, die ihr gerade nicht verfolgen könnt, dort bei der Claudi auf Schwarzwaldstream seht ihr das komplett. Und der Tomex TV wird das natürlich ganz toll zusammenschneiden oder auch nur verarbeiten und dann in seine ganzen Kanäle stellen. Wir sind alle jetzt schon hier und um 19 Uhr am Matthäusplatz werden viel, viel mehr sein. Wir werden eure Nachricht in die Geschichtsbücher schreiben und zwar ganz tief. Danke euch beiden, ihr seid unsere Helden. Danke. So, was ist los? Weiß ich nicht. Wollte mich nicht arrestieren, genauso wenig wie mein Vorgesetzter. Ich möchte mich keiner einsperren. Mhm. Also wenn man darum bittet, eingesperrt zu werden, wird man scheinbar nicht eingesperrt. Wenn man aber nicht eingesperrt möchte, wird man eingesperrt. Okay. Also es ist verrückt. Du sitzt dich für uns voll, dann aber mach keinen Schmarrn. Schauen wir mal. Ja, es ist alles verrückt. Es ist verrückt. So, das wird jetzt die Kollegen nochmal mit. Sie machen bitte die Kamera aus. Nee, die machen wir nicht aus, weil wir das dokumentieren. Das ist öffentlich. Das ist öffentlich. Sie machen die Kamera jetzt. Sie machen mal ein bisschen Abstand. Sie machen jetzt die Kamera aus. Das ist eine polizeiliche Maßnahme. Okay. Ah ja, die wollen nicht gefilmt werden bei der Sache, gell? Das ist das, was die Münchner Polizei hier macht.